Der kleine Prinz. Um unsere Vulkane zu kehren. Deshalb machen sie uns so viel Verdruss. Der kleine Prinz riss sich aus bisschen schwermütig die letzten Triebe des Affenbrotbäumes aus. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren müsse. Aber alle diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss, und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. Adieu, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. Adieu, wiederholte er. Die Blume hustete, aber das kam nicht von der Erkältung. Sagte sie endlich zu ihm. Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu sein. Es überraschte ihn, dass die Vorwürfe ausblieben. Er stand ganz fassungslos da, mit der Glasglocke in der Hand. Er verstand
diese stille Sanftmut nicht. Aber ja, ich liebe dich, sagte die Blume. Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig, aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht mehr. Aber der Wind. Ich bin nicht so stark erkältet, dass... Die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere. Ich muss wohl 2 oder 3 Raupen aushalten. Wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Auch das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen. Und sie zeigt treuherzig ihre 4 Dornen. Dann fügte sie noch hinzu. Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen. So, geh!
denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sehe. Es war eine so stolze Blume. Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also, sie zu besuchen. Um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron. Ach, siehe da, ein Untertan, rief der König. Als er den kleinen Prinzen sah. Und der kleine Prinz fragte sich, wie kann er mich kennen, da er mich noch nie gesehen hat. Er wusste nicht, dass für die Könige die Welt etwas höchst Einfaches ist. Alle Menschen sind Untertanen. Komm nachher, dass ich dich besser sehe, sagte der König. Und war ganz stolz, dass er endlich für jemanden König war. Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit um.
Aber der ganze Planet war bedeckt von dem herrlichen hermelinen Mantel. Er blieb also stehen, und da er müde war, gähnte er. Es verstößt gegen die Etikette. In Gegenwart eines Königs zu gähnen, sagte der Monarch. Ich verbiete es dir. Ich kann es nicht unterdrücken, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt. Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen. Dann, sagte der König. Befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Das Gähnen ist für mich eine Seltenheit. Los, gähne noch einmal. Es ist ein Befehl. Das ängstigt mich. Ich kann nicht mehr. Stammelte der kleine Prinz und errötete. Antwortete der König. Also dann befehle ich dir, bald zu gähnen und bald. Er murmelte ein bisschen und schien verärgert.